Das wird es noch schlimmer, ich verspreche es. Also jetzt redet an ein Bäckermeister aus, ein Bäcker aus Cham, der Jana Hutterer, der mal 7 Filialen gehabt hat, nach Corona hat er noch 2 gehabt und jetzt dann bald gar keine mehr. Und das ist ewig schade, weil das allerbeste Sauerteigbrot, das du dir vorstellen kannst, mit oder ohne Gewürz, das ist einfach nur geil. Jana, bitte ans Mikrofon, wenn du dich traust. Nein, ich fürchte mich nicht. Ich komme übrigens aus der Oberpfalz und ich rede bayerisch. Das ist okay für euch. Ja, dann besser. Also sie hat es ja schon gesagt, die Monika, mein Name ist Jan Hutterer, ich komme aus Cham in der Oberpfalz. Wir haben eine Bäckerei gehabt, sage ich jetzt mal, weil momentan haben wir schon mit ein Geschäft. Die Gaudi ist losgegangen 2019, habe ich noch in der bayerischen Residenz da in München drin, habe ich zum 4. Mal den Staatsehrenpreis des bayerischen Bäckerhandwerks gekriegt, da waren wir unter den 20 besten Bäcker Bayerns. Zum 4. Mal. Im Dezember 2022 haben wir zum 5. Mal gekriegt den Preis, diesmal vom Dr. Markus Siederlein, das ist schon fort, ich hätte es ihm gern gesagt. Er hat sich nicht mehr an mich erinnert, glaube ich, habe ihn zumindest nicht kennengelernt vorhin. Und zwischen den 3 Jahren, du kannst nur alle 3 Jahre kriegen diesen Preis. Du bist 5-mal unter die 5 besten Bäcker Bayerns, direkt hintereinander dann zweimal. Und zwischen den 3 Jahren, also in den 3 Jahren dazwischen, war es das absolute Chaos. Corona, keine Ahnung, was aus ihm was alles. Und jetzt ist halt einfach gar und das kann es einfach nicht sein. Ja. Ihr merkt schon, ich kann euch nichts von Heizung erzählen, da habe ich keine Ahnung davon. Nur vom Brotbauer. Es ist einfach so, ich bin ein ganz normaler Handwerker, ich mache seit 30 Jahren, seit 32 Jahren den Job, bin seit 10 Jahren selbstständig gewesen. Ich habe noch nie mein Leben ein Problem mit der Arbeit gehabt, meine Frau auch nicht, meine Angestellten auch nicht. Wir haben immer gearbeitet, wir waren 65 Leute, aktuell haben wir nur 50, wahrscheinlich haben wir ein paar Guss, gar keiner mehr. Und was ich der Politik einfach vorwerfe, das ist halt einfach, man hat es allein schon, man kann zu Corona geteilter Meinung sein. Ich habe mich auch impfen lassen und so weiter und so fort, aber ob das alles gestimmt hat und passt hat, was damals gemacht worden ist, das glaube ich nicht. Man hat aber auf die Experten gehört, es hat aber ganz viele andere Experten auch gegeben, die was anderes gesagt haben und ich denke mal, dass sich viel im Anschluss bewahrheitet hat, das was man vorher, was vorher andere Leute auch schon gesagt haben und das ist scheiße. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben Parteien generell vollkommen wurscht. Aber ich muss auch sagen, heute geht es überwiegend um die Grünen. Die mag ich ganz besonders gern. Aber die anderen haben schon vor der Ampelregierung auch ihren Teil dazu beigetragen, dass es okay ist, weiß jetzt. Aber ich darf bloß 3 Minuten reden, dann muss ich Gas geben. Ich verstehe halt viele Sachen nicht. Also zum Beispiel, Corona hat uns weder gewaltig mit diesen Schließungen und dem ganzen Krampf. Wir haben sehr gastrolastig. Ich will euch gar keine Details erzählen. Ist eh einfach scheiße gewesen. Aber wo es dann richtig eingehaut hat, war dann praktisch letztes Jahr, ab Februar, mit der Inflation und mit der Energiepreiskrise. Ihr könnt es euch vorstellen, eine Bäckerei braucht unheimlich viel Strom, braucht unheimlich viel Energie für einen Backofen. In meinem Fall war es Heizöl, 60.000 Liter Heizöl. Und wenn du für das Heizöl auf einmal 2,5 bis 3 Mal so viel zahlst wie davor, das kann so ein Betrieb wie meiner einfach nicht stemmen, das geht nicht. Und dann haben wir halt, dann haben wir gesagt, dann haben wir verkleinern und so weiter, aber es ist mit der ganzen Teuerung, mit dem ganzen Krampf, ist so viel dazugekommen, dass wir halt einfach jetzt gesagt haben, wir schmeißen das Handtuch, ich habe mich anstellen lassen, weil es einfach nichts anderes mehr hilft. Weil irgendwann hast du mal ein Leben an. Und wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, wir haben alle kein Problem mit viel Arbeit. Aber irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass vielen von euch auch so geht, dass es einfach nicht mehr kennt. Ich muss sagen, wenn ich das alleine anschaue, oder, seit 2014 hat man gewusst, dass da Erden rumpelt oder im Osten. Und trotzdem hat man das Gas gekauft. Und dann ist der ich will über den Putin gar nicht reden, weil mir das wusste, was sie die Ernten tun. Aber ich finde es aber eine Heuchelei, dass man dann nach Katar runterfährt und kauft bei den Scheichs das Gas, weil das ist auch ein bisschen scheinheilig, meiner Meinung nach. Ja, jetzt komme ich dann schon zum Schluss, weil ich muss aufhören. Ich war noch nie auf einer Demo. Das erste Mal in meinem Leben, noch nie in meinem Leben, was so viel Leute kriegt. Aber
ich muss sagen, wir langt, weil was wir momentan haben für ein System, das ist nicht mehr normal. Ich muss sagen, ich habe mir das aufgeschrieben, weil das muss ich überlesen, weil sonst komme ich in meinen Redeschwall rein. Ich habe aufgeschrieben, Gender anstatt Bekämpfung war ein Problem, ich brauche mir den Schwamm mit dieser Genderei. Kein Mensch braucht das. Bei uns ist mittlerweile ja so, dass du dein Geschlecht schneller wechseln kannst, als der Feigheit runterlassen kannst beim Fünf. Dann kommt der Schwamm mit der E-Mobilität. Ich habe eine Bäckerei, und ich habe eine Bäckerei gehabt, oder ich habe nur eine kleine. Die Leute müssen in der Nacht in die Arbeit fahren. Wie im Radl, aber sollen das gehen im Winter? In der Früh um 2, in der Früh um 1. Das ist doch ein Blödsinn. Und wir brauchen auf uns am Land draußen brauchen wir eine Mobilität, wir brauchen ein Auto. Und das geht nicht anders. Das funktioniert nicht. Dann haben wir den Fachkräftemangel, wir haben den Wirtschaftsminister dahinter stehen, der kommt vielleicht gleich was dazu sagen. Wir haben einen Haufen Leute in unseren Betrieben, die täten alle gerne mehr arbeiten. Die haben kein Problem, wenn sie mal statt 40 Stunden 50 oder 60 Stunden arbeiten dann. Aber wenn der Staat dann für die Mehrarbeit das Geld kassiert, das kann es nicht sein. Meine Mitarbeiter dürfen einen 520-Euro-Job beim Nachbarbetrieb machen, aber nicht bei mir. Warum kann der nicht bei mir auch 520 Euro weiß ich arbeiten? Steuerfrei. Warum geht das nicht? Das war meiner Meinung nach mit einer Sitzung war das abgetan. So, und jetzt ganz zum Schluss kommen wir noch zu den Grünen. Ich bin ein Jäger privat, ich gehe auf die Jagd, ich esse Fleisch. Und mein Opa hat mir schon gesagt gehabt, wenn man mit den natürlichen Ressourcen umgeht, das habe ich als kleiner Bursche gelernt, groß bin ich heute noch nicht, aber das habe ich damals schon gelernt, dass man halt mit seiner Natur sorgsam umgeht. Und ich unterstütze die Grünen sogar dabei, dass ich sage, pass auf, wir brauchen nicht in jedem Kaldorf drei Discounter und Flächenfraß, das brauchen wir nicht. Wir haben eh keine Leute, die wir da drin arbeiten. Was ich aber nicht will, ich will in meiner Heimat keine DDR 2.0 in Bayern. Das will ich nicht. Ich will keine Genoziderei, das brauchen wir nicht alles, das sollt ihr alle nicht. Und zum Schluss sage ich euch noch eins, kauft bei eurem kleinen Bäcker, bei eurem kleinen Metzger, kauft bei einem Mistbauern daheim, wenn das ist nicht da macht, gibt es die auch bald nicht mehr, dann gibt es nur mehr die Großen und das wollen wir alle nicht. Bitte. Die Untertitel sind dann im Internet zu machen, ist mir erstaunlich. Ihr wisst ja, was ein Bau ist. Und jetzt kommt nochmal ein Bau. Übrigens, wenn er gesagt hat, er ist zum ersten Mal auf einer Demo. Hand hoch, wer ist heute zum allerersten Mal in seinem Leben auf einer Demo? Wahnsinn! Das sind ja 90%. Ja. So.